Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu der zweiten Folge von Lego Worlds. Wir haben ja letztes Mal schon angefangen, unser Wolkenhaus zu bauen. Und in dieser Folge werden wir es fortsetzen. Da jetzt Halloween anfängt, würde ich vorschlagen, dass wir das Haus heute ein bisschen saisonal schmücken. Also jetzt ist ja auch Oktober endlich. Und da sind wir wieder. Wir fliegen hier ein bisschen durch die Gegend. Nehmen wieder unser allseits beliebtes Jetpack. Ah, here we go again. Oh, da ist jemand. Gehen wir hier mal ein bisschen in den saisonalen Bereich und suchen. Hier haben wir ihn. Exakt den habe ich gesucht. Den Kürbiskopf. Den stellen wir jetzt einfach, weil es Halloween ist. Ein bisschen hierher. X. Und schon haben wir hier unseren super Halloween-Kürbis. So. Und ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, an unserem Haus weiterzuarbeiten. Und zwar war meine Idee, hier so einen kleinen Flur zu machen, den wir mit diesen kleinen glatten Kacheln hier, nämlich wollen wir hier, beziehungsweise will ich hier einen schönen farbigen Boden. Knallorange hört sich mal gar nicht so schlecht an. Ich finde, das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Aber wir machen jetzt nochmal was. Ich finde schon ein bisschen Herbstfeeling hier mit der Sonne. Und ich finde, das kann man schon als Eingang nehmen. Und es gibt auch schon ein bisschen gruseliges Feeling mit dem Zeug. Dieses Hell-Nougat gefällt mir sehr. Damit können wir hier so eine kleine Schublade bauen. Oh, das ist ungünstig. Es gibt hier nämlich nicht die Steine, die ich jetzt brauche. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier oben erstmal. Also erstmal wollen wir jetzt hier oben noch dieses Teil drauf. Wow, gefällt mir diese Stimmung. Es ist wirklich so unglaublich gruselig. Und zwar ist die Idee, dass wir hier dieses Erdblau hier nehmen und dann hier diesen Stein hier replacen, dass hier sozusagen die Kleider hier rauskommen. Perfekt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Und dieses Rauschen ist so nervig. Ich würde sagen, wir nehmen hier nochmal lila, aber wir nehmen jetzt nochmal ganz schnell hier unser Bauwerkzeug her. Das war jetzt nämlich gerade falsch. Müssen es drehen und X. Und jetzt ist hier so ein kleiner Kleidungsding entstanden. Wir müssen diesen Stein jetzt hier nehmen. Und wir brauchen jetzt nochmal hier dieses Teil. Zweimal. Weil wir ja, die Kommode hat ja auch dieses Dach da. Und daher müssen wir das hier oben ausgleichen. Und jetzt hatte ich noch die Idee, dass wir hier eine kleine Nachttischlampe hinmachen. So eine kleine Tischlampe einfach hier drauf bauen. Und ich finde, die passt ja schon mal gut. Kann man die jetzt anmachen? Ah, man kann die an- und ausmachen. In der Nacht brennen sie und am Tag nicht. Hier bauen wir, wie gesagt, unser Klo hin. Und zwar war meine Idee jetzt, dass wir hier weiterbauen, Klo-Kabine reinbauen. Können sie auch gern größer machen, aber ich würde sie bei einer der Säulen sozusagen machen, damit das auch am Ende einfach besser aussieht. Da gucken auch schon schön die Totenköpfe ein beim Kacken zu. Können wir auch schon mit der Toilette beginnen. Jetzt suchen wir allerdings nochmal schnell eine Art Klo, weil das wäre jetzt noch interessant, ob es ein Klo hier fertig gemacht gibt. Ah, hier haben wir das Abteil. Wo ist das Klo? Brille, Vielmann. Ah, da. So, ich finde, das passt eigentlich schon hier. Damit man jetzt auch nicht mit verschmutzten Händen hier rauskommt, brauchen wir natürlich noch ein kleines Waschbecken. Das wir direkt daneben stellen. Man muss vorsichtig sein, dass man in die richtige Schüssel kackt. Kann man jetzt hier irgendwas machen? Oh. Oh. Wir nehmen jetzt nochmal unser Bauwerkzeug her und bauen hier noch ein Stückchen nach vorne. Wundert euch nicht, warum ich so komisch baue. Es ist damit, das ist halt im Spiel nicht so gravierend, aber in echt, dass das ein bisschen lernen, hier ein bisschen stabiler auch zu bauen. Das sieht man ja oft bei Modular Buildings, dass sozusagen die Wände so gebaut sind, dass da die Steine sich abwechseln. Und das versuche ich jetzt hier eben zu beachten. Nämlich holen wir jetzt nochmal hier unser Bauwerkzeug raus und fließen hier den Boden nochmal ordentlich. Weil vor allem bei so einem Klo
ist es ja oft so, dass da Fliesen sind. Und das will ich jetzt machen, ich nehme hier schwarz und weiß. Durchsichtige weiße Tür. Mal den einmal. Oh, der ist perfekt. Den kann man gut hier nehmen. Und ein bisschen dazu bauen. Und zack. Und der erste geschlossene Raum ist fertig. Und ich finde, von hier sieht es eigentlich schon relativ schön aus, das Haus. Mal gucken, wie es von außen aussieht. Gut. Ich feier's. Also hier zu der Stelle. So. Die 4x8er. Also der erste Raum ist schon mal fertig. Machen wir jetzt hier nochmal die Lampe hin. So, und bevor wir die Folge jetzt endgültig beenden, würde ich sagen, schmücken wir noch ein bisschen für Halloween. Weil ich persönlich bin sehr, wirklich sehr großer Halloween-Fan. Und das freut mich natürlich, wenn ich jetzt sowas an Halloween aufnehmen kann. Deswegen machen wir hier nur einen Kessel. Ich will nicht, dass mein Haus explodiert. Und mein Grabstein natürlich. Was einfach immer zu Halloween. Puh, kannst du mal. Und weg ist sie. Auf jeden Fall, so sieht jetzt das Haus aus. Ich hoffe, es gefällt euch von innen. Ihr könnt gerne, bitte schreibt Verbesserungsvorschläge. Ich bin kein Meisterbauer. Ich weiß wirklich nicht, wie man das oder das baut. Gebt mir gerne Tipps oder schreibt, was ich hinzufügen soll. Ich finde, das Haus können wir jetzt für diese Folge so lassen. Mit diesem bisschen Halloween-Ding hier. Finde ich ziemlich schön. Bye, bye. So, jetzt mal noch ein kurzes Cut-Fazit. Also es tut mir leid, dass die Folge jetzt mit eher schlechterem Ton gemacht ist. Ich habe das Mikrofon einfach nicht so nah an meinem Mund gehabt und am Ende wollte ich das nicht alles nochmal aufnehmen, weil sonst müsste ich halt alles wieder löschen und wieder neu bauen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt gerne noch Verbesserungsvorschläge, wie gesagt, in die Kommentare. Die war auch jetzt recht kurz, aber die nächste Folge wird auf jeden Fall länger, hat auch was mit Halloween zu tun, also seid gespannt.